Yes. Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwo Gold finden. Vielleicht sollte ich mir aber erstmal eine Art Waffe oder sowas bauen. Weil ich weiß, hier gibt es Kreaturen, die einem schaden wollen. Dezent. Und habe ich auch ein Maximalinventar oder kann ich hier holen, wie ich will? Selbst bei Ni No Kuni hieß es ja, ja, du hast endlos Lagerplatz und musste ich doch leider feststellen, hast du doch nicht. Du kannst zwar jedes Item mitnehmen, aber auch nur bis zu einer gewissen Menge. Das finde ich immer doof. Immer voller Beutel, ja sicher. Hat der Hase gerade gedampft? Also ich kenne Hasen, das ist kein typisches Verhalten für die. Bestimmt ein böser Hase. Der Dampf? Das ist voll merkwürdig. Kann ich? Ah, nee, das geht nicht. Ich muss die Erdbeere erst kaputt machen, vorher kann ich sie nicht mitnehmen. Aber diese Schnellwahl ist cool. Einfach drüber laufen, mitnehmen. Ja, das geht so nicht. Die Frage ist, wie komme ich jetzt an Kupfer? Wahrscheinlich muss ich da einen Schmelzofen oder irgendwas bauen. Was hast du denn für mich? Ah ja. Krug. Dafür brauche ich Ton. Schmelztiegel, dafür brauche ich Ton, den habe ich jetzt nicht. Also brauchen wir Ton, ich verstehe. So schließt sich der Kreis nach und nach. Aber ein interessantes System. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Musik für den Hintergrund. Aber wie gesagt, die Musik war so schön, als es angefangen hat. Danke für die Info. Dann kann ich nämlich gleich das nächste angehen. Ich glaube, ich brauche noch mehr Ton. Ich denke, das brauchen wir Sand. Einen schönen Ton. Wir leben in einer fröhlichen Koexistenz, ja? Niemand soll mich angreifen, ich treffe auch keinen an. So, einmal den bauen. Keine Ahnung, wofür der Krug ist, aber er wird schon den Sinn haben. Ich habe noch ein bisschen Leben hier. Den Ton. Ist doch egal, wie der Leben heißt. Ein Spaten wäre viel logischer. Oh, ich habe hier ist ein Sperling am Fenster. So, was kann ich denn noch machen? Gebratener Fisch. Ah, okay. Bin ich noch nicht so weit. Was kann ich denn bauen? Wahrscheinlich jetzt eine Art Schmiede. Konstruktion. Ein Kohlemeiler, ein Hochofen. Und zum Herstellen von Gegenständen benutzt. Kann er draußen gesetzt werden. Macht auch Sinn. Da brauchen wir tatsächlich den Sand. Bauen wir mal hier hinten hin ein bisschen. Ein Stück abseits. Und was brauchen wir noch? Kohlemeiler. Wird zum Herstellen von Gegenständen benutzt. Da brauche ich mehr Ton und mehr Sand. Ich hab's gewusst. Man braucht kein Ton und keinen Sand für einen Kohlemeiler. Man braucht Erde. Man braucht Erde und das entsprechende Holz. Natürlich noch die Zündquelle. Man muss darauf achten, dass das Feuer nicht richtig brennt, damit das Holz nicht verbrennt, sondern die ganze Zeit nur schwelt. Könnte auch mit einer Dose nachmachen. Ich habe es probiert. Mit einer leeren Dose könnt ihr tatsächlich auch Kohle herstellen im kleinen Stil. Erstmal sollten wir noch eine Kokosnuss essen. Für irgendwas ist glühende Asche draufgegangen. Stochen wir noch ein bisschen Boden rum. Ah, der Hochofen ist fertig. Das wird aber nicht viel bringen, schätze ich mal. Noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, wir brauchen die Kohle dafür. Vorher können wir da gar nichts mitmachen. Aber wir werden trotzdem mal schauen. Zu weit entfernt. Komm näher.
Was kannst du denn? Eisenbahn, okay, Goldbahn, Glas geht auch natürlich. Ich brauche Goldmünze, um Goldbahn herzustellen. Was? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Kupfer, was? Wie stelle ich jetzt Kupfermünzen her? Zinnbahn, alles schön. Reagenzglas, Stahlbahn. Ich vermute, ich habe hier irgendwas Wichtiges übersehen. Nö, hier gibt es keine. Oh, kann ich das vielleicht im eigenen Menü craften? Streitkolben. Apfelsaft, Erdbeersaft. Kürbissaft. Doch mal ganz interessant. Aber wie stelle ich Münzen her? Oder kann ich die vielleicht gar nicht herstellen, sondern muss sie finden? Kann ich auch hier vorne kramen? Ah ja, wir sind nicht in der Lage, im Wasser zu leben. Und hier findet man anscheinend gar nichts. Man muss wirklich am Strand graben. Bauen wir erstmal den Kohlemeiler. Aber wie soll ich an die Münzen kommen? Da hinten liegt eine Kokosnuss, finde ich gut. Vielleicht mache ich mir erstmal eine Waffe und guck mich mal ein bisschen um. Hat zwar auch was, wenn man Gegenstände braucht, um aufzusteigen. Aber mit Erfahrung finde ich irgendwie besser, weil wenn man bestimmte Sachen macht und dafür Erfahrung kriegt, gefällt mir irgendwie. Ja, ich erzürne euch nicht weiter, ist okay. Hör auf, Blitze zu schleudern. Ich müsste auch eigentlich mit den Muscheln, das ist alles Sachen, mit denen man es anfangen könnte, rein theoretisch. Wartet mal. Also ich höre absolut keine Musik, wenn ich ehrlich bin. Muss jetzt aber reichen. Gut, dass das Lagerfeuer nicht ausbrennt. Bauen wir Dekoration. Verschieben Konstruktion. Kohlemeiler. Kann man ruhig daneben bauen, denke ich mal, das geht. Ich werde noch ein bisschen Holz brauchen. Um Holzkohle herzustellen, braucht man sehr viel Holz. Ich fürchte, es gibt keine andere Möglichkeit, als die Bäume zu fällen, um an Holz zu kommen. So schlecht finde ich unsere Regeneration auch gar nicht. Gerade. Das heißt, wenn wir noch ein paar Level mehr haben, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man vielleicht gar nichts mehr zu essen braucht, so wirklich. Was kann ich denn hier machen? Kohle und Kohle. Das aus dem Stock und hier aus dem Baumstamm. Und dafür brauche ich glühende Asche. Ah ja, okay, das macht ein bisschen Sinn, dass man das hier braucht. Machen wir doch noch ein bisschen glühende Asche. Tonpfanne. Aber wie genau ich jetzt ein Brett? Trinkt mir das? Mach mal ein paar. Einfach nur, weil ich es kann.
töten die ganzen Birken. Wie steht's hier? Ist noch am Bauen. Oh, der erste Kampf. Oh ja. Baue einen Kohlemeiler und stelle Kohle her. Okay, das habe ich nicht gesehen. Kohle ist eine Energiequelle. Finde heraus, wie du sie bekommst. Ja, mit dem Kohlemeiler. Kohle kann in Kohlemeilen hergestellt. Okay. Der erste Kampf. Stell irgendeine Waffe her. Kohle oder Steine nach Streitkolben oder erkunde die Welt. Sammle. Ah, okay. Die Münzen kriege ich nur. Der Streitkolben ist mächtiger als die Keule. Allerdings kannst du mit Streitkolben Angriff nicht ausweichen. Münzen kann man durch das Töten von Goblins erhalten. Ah. Okay. Also nehme ich lieber die Keule. Ah, das wird jetzt noch fertig gemacht. Aber ich glaube, wenn ich Goblins angreife, werden die bestimmt nicht so glücklich über mich sein. Dann werden die sich nämlich denken, ja, den greifen wir auch mal an, wenn der uns angreift. Schmeckt bestimmt gut zu wildem Reis. Kann ich jetzt das letzte was kraften? Was war das? Keule, genau. Schaden 15 oder ist das so? Nö, Schaden 20. Nee. In die Keule. Ja, eine wird reichen, hoffe ich doch mal. Sortiert das Inventar. Okay. Klappt gut. Bin mal gespannt, was diese Goblins so drauf haben. Wahrscheinlich nicht wenig. Dass man da immer als Wattmasse das nicht draufsetzen kann. Ach, viel mehr kann ich hier auch leider nicht machen. Jetzt mit der Keule, die braucht auch noch ein bisschen Mantel, Lendenschutz, Erdbeersaft. Ah, brauche ich diesen Krug. Den Entsafter brauche ich. Könnte ganz interessant werden, so im Allgemeinen. Ja, da wird noch ein bisschen glühende Asche hergestellt. Das könnte noch ein bisschen dauern. Hier haben wir jetzt 10. Machen wir nochmal 6 Stück. So, dann gehen wir mal los und versuchen Goblins zu töten. Naja, hier komme ich nicht wirklich durch. Da sind bloß Sonnenblumen. Ich versuche mal da unten. Also waren doch, dass ich nicht mal durch diese Büsche durch kann. Das ist so der voll der Schluffi, der Typ. Und vielleicht findet man noch ein paar tolle Sachen, die man benutzen kann. Ich sollte auch gucken, dass ich nicht alles frei hacke. Vielleicht kommen die auch nur zu gewissen, an gewissen. Warte, was? Das ist ein Schlag. Wie genau weiche ich aus? Wäre gut zu wissen. Ich sehe schon, ich vermute mal, ich muss hier erstmal alles frei hacken, um überhaupt. Da hinten sind Goblins. Sobald ich einen Weg zu denen geschaffen habe, könnte ich mir vorstellen, dass die mich auch regelmäßig besuchen werden. Gott, sind die hässlich. Vielleicht sind sie ja friedliebende Tiere mit ihren Äxten. Weil ich hab hier Holzsachen, die haben Metallsachen. Könnte unterlegen sein.
Mal gucken. Und die sind auch relativ groß. Ich glaube, da gönne ich mir auf den Schreck erstmal noch eine Banane, bevor es losgeht. Okay, die sind doch schwach. Da brauche ich ja nicht mal ausweichen. Bleibt der jetzt liegen? Ich kann nochmal draufschlagen, schön. Ey, hör auf mich zu schlagen. Da sind Hühner. Da ist ein Apfelbaum. Finde ich auch ganz nett. Dann holen wir uns ein paar Äpfel. Bin mir bloß nicht sicher, regeneriert sich mein Leben auch? Ja, doch, tut's. Gut. Nein. Spinnst du? Toll, wir haben einen Apfelbaum gefunden. Das erste, was der Typ macht, erstmal umhacken. Natürlich. Nicht freuen, dass wir Äpfel gefunden haben. Nee, der muss gleich zerstört werden. Ja, sind ganz schön. Die geben ganz gut Äpfel. Es muss eine bessere Möglichkeit geben, die zu ernten. Weil das ist so unglaublich ausdauerintensiv. Oh, es kommt wenigstens erste Runde. Schön. Aber das ist sehr ausdauerintensiv und bringt halt nicht viel so. Seiten, das sind sehr schmackhafte Äpfel. Gesundheit und Ausdauer. Mehr Gesundheit als Ausdauer. Und Goldmünzen. Guck mal, eine Bananenpalme. Ein paar Bananen schaden bestimmt auch nicht. Wenn welche runterkommen würden. Kann ich denn irgendwas essen? Also langsam habe ich keine Sachen mehr, die ich essen kann. Vielleicht sollte ich auch... Doch, Kupfer und Goldmünzen, okay. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen haushalten mit der Energie. Wenn Kampfelemente dazukommen, muss man halt schon ein bisschen schauen. Ach, das kann ich gar nicht aufnehmen. Ich dachte, hier liegt alles voll, aber... Nö. 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 Der Baum fliegt. Gut gemacht, Entwickler. Was kann ich mit dem Huhn machen? Gar nichts, es haut ab. Hol mir noch ein paar Äpfel. Das ist voll das Verlustgeschäft hier aktuell noch. Ich schätze mal, wenn ich noch ein paar Level... Ich glaube, ich sollte erstmal aufsteigen, bevor ich sowas mache. Wenn ich noch ein paar Level aufsteige... Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass meine Energieregeneration gut genug ist, dass ich keine Probleme mehr habe. Da ist einer. Also zwei. Ich bräuchte allerdings noch ein bisschen Ausdauer, wenn ich ehrlich bin. Ja, komm denn nur her. Keinerlei Ausdauer mehr. Aber wir haben noch sehr viel Leben. Von daher passt das auch. Hier sind noch mehr Steine. Ich sehe aktuell gar nichts mehr. Ja, das ist super. Ach, da kommt was. Zwei? Ne, ist einer. Noch haben wir genug Leben. Und die haben immer eine Kupfer- und eine Goldmünze dabei. Ja, ist doch deutlich schneller. Enzyklopädie. Was könnte ich denn noch machen in der Zeit jetzt?
Man sieht wirklich nichts mehr. Hier sind irgendwelche Pilze. Kann ich die Fliegenpilze? Ich nehme sie mal mit. Nehmen sie mal mit. Oder muss ich sie erst einfangen? Täublinge. Ach, das ist ein Pantherpilz. Ja, der ist bestimmt ganz gut. Cool, es gibt Pilze. Klar, einige davon soll ich nicht essen. Pantherpilz ist, soweit ich weiß, nicht so gut. Vielleicht ist es auch falsch, alle zu ernten. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass alle wiederkommen. Das ist gut. Und Schwein! Das Gute ist allerdings aktuell ein Fuchs. Greifst du mich an? Sieht so aus, ja. Und jetzt Schiss haben. Erstmal angreifen und dann Schiss haben. Toll, das Wildschwein greift mich auch an. Heute Abend gibt's Spanferkel. Die greifen einen an und rennen dann weg. Wenn sie verletzt sind. Erstmal gucken. Kriegen die denn irgendwas? Fliegenpilz, ja. Minus 20 Gesundheit, warum habe ich den? Der Pantherpilz ist auch sehr giftig, schön. Und da ist ein Bienenstock. Kann ich mal Lehm abgraben? Was kann denn der Bienenstock? Wahrscheinlich kommt der Bienen raus, die mich angreifen. Nö. Und Gewürze scheint sie auch zu geben. Kopfsalat. Rosmarin. Ich hoffe, ich kann hier endlos mitnehmen. Wo ist das Wildschwein hingerannt? Der Fuchs. Ich glaube, da sind die beiden. Das Schwein haben wir erwischt. Hey, hört doch mal auf wegzurennen, wenn ihr fast am Sterben seid. Hey, muss jetzt mal der Fuchs dran glauben. Der rennt auch wieder weg. Nee, jetzt gibt es keinen Entkommen. Diesmal entkommst du mir nicht. Oh, vielleicht ja doch. Immer diese Unterwasserfüchse, das ist furchtbar. Der rennt einfach ins Wasser. Das ist total unlogisch. Hallo, Idiot. Ob der Fuchs auch gleich wiederkommt? Ich glaube, der kommt wirklich wieder. Na los, komm her, ich habe eine Keule für dich. Nee, nee, bleib hier. Ich will dich kaputt schlagen. Du hast erst angefangen. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich will doch nur den Fuchs töten. Mir geht's, glaube ich, nicht gut. Alles verschwimmt. Ich glaube, ich esse mal einen Apfel oder so. Oder einen Fliegenpilz. Ein Fliegenpilz essen ist immer gut, wenn es einem schon dreckig geht. Ich sammle mir ein paar Pilze zusammen. Wie gesagt, ich nehme erstmal alles mit, weil ich nicht weiß, was irgendwie wichtig ist. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Da ist schon wieder ein Goblin. Der könnte noch verletzt sein. Ist aber nicht. Wie steht's denn aktuell? Wir brauchen wie viele Münzen? 30 waren es doch, oder? 20 und 10. Ah, okay, wir brauchen noch ein paar Kupfermünzen. Ansonsten haben wir alles tatsächlich. Was kann das Ding? Ein Bienenstock. Gar nicht viel. Ich esse nochmal ein, zwei Äpfel. Aber noch ein paar davon hier. Nach Möglichkeit. Kommt schon raus, Apfel. Nee, ich will Äpfel.
Eigentlich eine gute Kombination, wenn die beides regenerieren. Bei Stöcken sage ich natürlich auch nicht nein, aber trotzdem will ich mehr da. Mehr Äpfel haben gerade. Ich dachte, Apfel ist gerade verschwunden, weil er im Wasser gelandet ist. Blühende Asche ist auch fertig, sehr gut. Jetzt brauchen wir aber noch ein paar Goblins. Ich brauche die Kupfermünzen. Einen hole ich mir noch. Wenn mal einer rauskommen würde. Ich habe hier mehr Glück. Schilf kann ich auf jeden Fall nicht ernten. Da geht er. Ich muss mal kurz das Tür zu machen, diese blöden Flieger immer. So, in der Zeit haben wir ein bisschen regeneriert. Schauen wir doch mal, ob wir noch ein paar Tiere, will ich eigentlich gar nicht finden. Ich will eigentlich nur die Goblins gerade finden. Vielleicht noch den einen Fuchs, der mir entgangen ist. Das sieht nach Eisen aus. Soll ich mal was mitnehmen? Ich habe leider nicht mehr so viel, was mir Energie gibt. Den Wurm kann ich nicht essen. Ja. Das gibt alles Gesundheit. Vielleicht mal es einfach später. Ich glaube nicht, dass ich was Eisen jetzt habe. Zinn ist das, keine Ahnung. Moment, was? Hortensie. Kaffee wächst hier. Na, wenn das keine Stamina gibt, wenn ich es dann verarbeiten kann. Salbei. Ich muss Kaffee anbauen. Boah, hier ist wirklich alles voll mit Zeug. Kann ich daraus Gifte machen, aus diesen giftigen Sachen hier. Doch meistens so. Das Gute ist, unsere Sachen scheinen nicht kaputt zu gehen. Da ist ein Huhn, da ist nochmal Zinn, da ist ein Hase, da sind Goblins, die mich angreifen. Also, das sind ganz schön viele Goblins, die mich eigentlich angreifen werden wahrscheinlich. Los, kommt her. Kommt einzeln, wenn es geht. Ich glaube, die kommen nicht an mich ran. Pack mal das hier weg. Ja, ich glaube, die kommen echt nicht an mich ran. Vielleicht kann ich sie irgendwie schlagen. Also, weil sobald ich die freilasse, ist sie garantiert Party. So klar. Hm.
Klar, der Fuchs greift auch noch an. Blöder Drecksfuchs. Und dann wieder weglaufen. Ich esse mal lieber einen Apfel, da geht's nicht gut. Oh, das könnten die Kupfermützen sein, die ich brauche. Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch alle killen. So, alle getötet. Bloß du lebst noch. Ach, lauf doch nicht immer weg, du blöder Fuchs. Ich brauche einen Bogen oder sowas. Weil das ist echt nervig, wenn die immer wieder abhauen. Ja, such ruhig. Oh Mist. Das ist vielleicht nicht gut. Errungenschaft freigeschaltet. An Equal Battle! Scheiße. Das ist auch noch Wildschweine, hoffentlich treffe ich das nicht an. Ja, mir geht's nicht so gut. Bleib mal kurz hier hinten und guck mal, dass ich aufsteigen kann. Ah, nein, ich habe die Kohle nicht. Ein Eisenbahn habe ich auch nicht hergestellt. Okay, ich gehe mal nach Hause. Jetzt muss ich nur noch mein Haus wiederfinden. Aber ich glaube, das muss irgendwo hier hinten sein. Und wenn man irgendwo nicht durchkommt, macht man halt einfach Platz. Warte mal, gab es nicht eine Karte? Aha! In die Richtung muss ich, okay. Das Gute ist, wir können schon mal nicht verhungern. Ich glaube, wir müssen demnächst mal darauf gehen, dass wir irgendwas anbauen. Ich kann mir vorstellen, dass Anbauen deutlich einfacher ist auf lange Sicht, als immer alles von den Kokosen, alles runterzuhacken. Holen wir uns erstmal die ganze Glut. Kohle haben wir jetzt 10. 16, 4 brauchen wir noch. Danach müssen wir noch ein bisschen Eisen herstellen. Da war doch irgendwo da. Vielleicht sollten wir auch das Ding nehmen, das geht bestimmt besser. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich später bessere Werkzeuge kriege. Den ich da entweder schneller bin oder weniger Ausdauer verbrauche. Beides wäre okay. Ich kann mir vorstellen, dass ich genau diese Kohle gleich brauche, um den Eisenbahn herzustellen. Aber so viel nützlicher ist die Quest ehrlich gesagt auch nicht, weil das muss ich hier eh machen. Erstmal bloß die